بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam und auch an alle Nicht-Muslime, mir ist die Frage gestellt worden, wie fühlt man sich, wenn man den Islam annimmt? Und ich habe mich echt gewundert, ich habe eigentlich über diese Frage habe ich noch nie richtig beantwortet. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe immer darüber geredet, was mich zum Islam gebracht hat, rationale Argumente und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt, wie hat man sich gefühlt, als man den Islam angenommen hat? Und ist mir die Frage schon öfter von Muslimen gestellt worden, die aus arabischen Ländern kommen. Und ich konnte diese Frage bisher komischerweise, und dessen, da sieht man wieder, man hat immer wieder neue Erkenntnisse, nie richtig beantwortet. Aber heute hatte ich diesen Geistesblitz, wie man sich gefühlt hat. Wie habe ich mich gefühlt? Ich persönlich. Natürlich, es kann sein, dass die Gefühle variieren. Und ich sage einfach, man hat sich, es ist ein unheimliches Glücksgefühl. Ein unbeschreibliches Glücksgefühl, wenn man den Islam angenommen hat und wenn man den Islam gefunden hat. Warum? Gerade für mich. Es war damals so, oder das geht bestimmt vielen Menschen in Deutschland so, dass man keine Gewissheit hat. Ja, man stellt sich die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Was passiert danach? Werde ich danach weiterleben? Oder stirbt man einfach irgendwann? Und das war es gewesen. Ja. So, das ist eine Frage, die man sich stellt. Und das ist etwas, was vielen Menschen auch Kummer gibt. Das heißt, die sagen, irgendwann ist dein Leben vorbei. Jeder Mensch möchte am liebsten in ewiger Glückseligkeit leben. Und jetzt auf einmal beschäftigst du dich mit dem Islam und deswegen gebe ich jedem den Tipp, sich mit dem Islam zu beschäftigen. Und dann merkst du auf einmal, du hast bisher immer gedacht, Religion ist irgendetwas Irrationales, etwas Einbildung, Glaube ist Annahme, Vermutung. Und plötzlich beschäftigst du dich mit dem Islam und du merkst auf einmal, hey, diese Religion hat nicht nur Glaube im Sinne von Annahme, sondern Beweise. Du hast auf einmal wirklich eine feste Handhabe. Du weißt fest, du hast komplette Überzeugung, es gibt ein Leben nach dem Tod. Es geht weiter. Dein Leben wird nicht ändern, wird nicht enden, sondern du hast die Hoffnung auf Gott. Du kannst weiterkommen. Du kannst ins Paradies kommen. Und deswegen ist es eine riesengroße Freude. Ihr müsst euch vorstellen, stellt mal vor, jemand wüsste, er hat nur noch 6 Wochen zu leben. Man sagt ihm, ja, du hast Streukrebs, du hast noch 6 Wochen zu leben, für dich ist es vorbei. Ja. Er denkt sich, boah, wird er glücklich? Jetzt, er kann praktisch die Sau rauslassen. Man wird ihm vielleicht sagen, ja, hier, guck mal, du kannst ja einen trinken, du kannst dieses, jenes, Drogen, was auch immer, 6 Wochen, hast du nur noch 6 Wochen zu leben, kannst du dir den Kick nehmen. Wird er diesen Kick, wird er den genießen? Nee, der wird nicht genießen. Warum? Weil der im Unterbewusstsein schon gespeichert hat, das wird mir alles nichts bringen. Das wird mich alles nicht glücklich machen. Stell dir mal vor, jemand wird bei lebendigem Leib vergraben. Und im Grab wird er wach. Stell dir mal vor, du wirst bei lebendigem Leib begraben und bist auf einmal im Grab. Und wirst wach. Und das Grab ist relativ groß. Du schreist, keiner hört dich. So, jetzt hast du neben dem Grab, in deinem Grab, eine Johnny Walker Flasche stehen. Würdest du diese Johnny Walker Flasche, weil viele, ich bringe dieses Beispiel, bei vielen Menschen in Deutschland mögen ja Alkohol besonders, ja, würdest du die, wenn du diese Johnny Walker Flasche getrunken hast, würdest du die genießen? Wenn du jetzt noch Zeit hättest dazu, aber angenommen, du hast jetzt noch genug Zeit, du bist im Grab, du hast noch genug Zeit, diese Flasche zu trinken, bevor du dort stirbst. Würdest du diese Flasche genießen? Nee, du könntest sie nicht genießen, weil du ganz genau weißt, gleich ist es vorbei. Es dauert nicht mehr lange, gleich ist es vorbei. Vielleicht noch eine Stunde, vielleicht noch 2 Stunden, was auch immer. Als Beispiel, das ist nur ein Beispiel. Das heißt, du kannst das nicht genießen, weil du im Unterbewusstsein das Ende im Kopf hast.
Und das Leben hier ist wie dieser Mensch, der im Grab ist. Du hast nur mehr Platz und mehr Zeit, normalerweise. Mehr Platz und mehr Zeit. Du kannst dich mehr bewegen. Du hast mehr Abwechslung. Aber prinzipiell, wenn du das Bewusstsein hast, dass du morgen sowieso schon weg bist, dann kannst du durch dein Unterbewusstsein die Gaben in diesem Leben nicht genießen wie jemand, der davon überzeugt ist, dass es weitergeht. Der eine Hoffnung hat, dass es weitergeht. Der einen Sinn hat, der ein Ziel hat. Was viele Menschen unglücklich macht, ist, wenn sie kein Ziel mehr haben. Wir sehen, Leute werden Rentner, die waren bis zur Rente. Mit ihrer Arbeit waren sie gesund gewesen. Plötzlich, sie sind Rentner geworden. Jetzt haben sie eigentlich so viel Zeit. Sie kriegen Geld und haben Zeit. Plötzlich sind sie unglücklich. Sie kommen mit ihrem Leben nicht mehr klar. Warum? Weil sie kein Ziel mehr haben. Einfach nur hinreisen, herreisen, ist für sie kein Ziel und sie sind unglücklich. Und innerhalb der kurzen Jahre, bis 60, bis zu seinem 70. Lebensjahr beispielsweise oder bis zur Rente, war er fit gewesen. Plötzlich 5 Jahre nach der Rente, sein Gesundheitszustand geht komplett zurück. Warum? Weil er hat nichts im Leben. Jetzt dadurch, dass du weißt, guck mal hier, ich habe ein Ziel. Ich habe ein Ziel, für das es sich lohnt zu arbeiten. Ewiges Leben in Glückseligkeit, Vollkommenheit, in der Unmittelbaren, dass man Allah sehen kann, dass man das schönste Familienleben hat, dass man das schönste Essen hat, das schönste Wohnen hat und vor allem das schönste innere Gefühl hat, keine Sorgen hat, keine Krankheiten hat. Am glücklichsten vom Glücklichen ist das innere Gefühl. Da hat man auf einmal ein Ziel. Guck mal hier, ein Mensch ist glücklich, weil er ein Ziel hat. Der hat ein Ziel, auf etwas hinzuarbeiten, ein Haus zu bauen, ein dieses zu bauen, ein jenes zu bauen. Solange er das Ziel hat, ist er glücklich. Aber wie ist es mit dem größten Ziel überhaupt? Und das ist es auf einmal. Du machst die Augen auf, du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ich bin überzeugt, das ist die Wahrheit. Ich weiß jetzt hier, Allah, es gibt Gott und es gibt das Paradies und es gibt den Weg und es gibt das, was ich zu tun habe. Und das ist etwas wie eine riesengroße Befreiung von dieser Dunkelheit, von dem Nichtwissen. Habe ich ein Ziel? Wofür lebe ich überhaupt? Um morgen zu sterben? Um morgen im Grab zu liegen? Glaubt es mir, zur damaligen Zeit hätte man mich gefragt, bist du glücklich? Hätte ich gesagt, ja, ich bin glücklich. Ja, ich bin glücklich. Ich habe ein schönes Auto, ich habe viele Freunde. Ich war auch ein extrem, ich war ein extrem ausgeflippter Typ. Ja? Das heißt, überall hingegangen, überall Spaß gehabt, auffällig. Aber trotz alledem im Unterbewusstsein, ja, kann ich jetzt im Nachhinein sagen, dass man immer, wenn man ein logisch denkender Mensch ist, im Hinterkopf hat, irgendwann ist es vorbei. Und was kommt dann? Heute ist die Schule. Was kommt dann? Da kommt die Arbeit. Was kommt dann? Da kommen die Kinder. Was kommt dann? Und dann kommen die Enkel. Und was kommt dann? Und was kommt dann? Und was kommt dann? Und was kommt dann? Und dann kommt der Tod. Und deswegen, wer sich mit dem Islam beschäftigt und nach Beweisen sucht, und das ist das, wozu ich aufrufe, der wird die Gewissheit bekommen, wenn er Allah um Hilfe bittet, dass dies die Wahrheit ist. Und wenn er weiß, dass dies die Wahrheit ist, wird er Hoffnungen in jeder Situation haben. Und nichts kann ihn erschüttern. Was gibt es besser als ein unerschütterlicher Glaube? Selbst wenn du lebendig begraben worden wärst, hast du Hoffnung auf Allah. Was gibt es besser? Das ist das, was vielen fehlt. Wir haben heute in Deutschland alle 48 Minuten einen Selbstmord. Die Leute haben keine Hoffnung. Die Leute sind fertig mit den Nerven. Deswegen sage ich, der Islam ist das, und das sehe ich auch in meinem Umfeld, was einen Menschen wirklich glücklich macht. Es wird immer gesagt, ja, diese Leute brauchen Halt, die sind schwach. Ich bitte euch, welcher Mensch ist nicht schwach? Welcher Mensch braucht keinen Halt? Das ist gar keine Schande. Jeder Mensch hat Schwächen, wir sind so schwach. Du kannst morgen tot sein, willst du sagen, du bist stark? Sei mal ganz ehrlich, das ist alles dummes Quatsche. Willst du sagen, du bist stark, du kannst heute noch tot sein?
Dein Leben kann heute vorbei sein. Du kannst heute über die Straße gehen, dann bist du platt. Du hast doch gar keinen Einfluss. Tsunami-Unglück, auf einmal das ganze Land ist am Wackeln. Erdbeben, Leute sterben, Verkehrsunfälle, Sandstürme und so weiter. Wer braucht da keinen Halt? Wer braucht da keine Perspektive? Wer will da nicht wissen? Ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ja, es gibt eine Wahrheit. Ja, und wenn du dieser Wahrheit folgst, wirst du das Paradies bekommen. Und deswegen kann ich nur jedem sagen, wenn du so leben willst, mit dieser Überzeugung, Alhamdulillah, ich danke Allah, dass er mich zu diesem Weg geführt hat, weil das einen zum glücklichsten Menschen überhaupt macht. Egal, was passiert. Selbst wenn um dich herum die Häuser einkrachen und die Sterne vom Himmel auf dich herabregnen und du mitten im Sumpf stehst, zwischen den Krokodilen, wird der Islam dir Stärke geben und wird der Islam dich festigen und der Islam dir Hoffnung geben, weil du weißt, du hast jemanden, der größer ist als das alles. Allahu Akbar. Deswegen kann ich nur jedem sagen, nimm den Islam an. Denn ohne Islam wirst du nicht glücklich im Diesseits sein und im Jenseits wirst du in die Hölle gehen. Deswegen beschäftige dich mit dem Islam. Und du wirst ein Gefühl bekommen, was unbeschreiblich ist. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.